Jetzt willst du hier bleiben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und wie war's, Männer? Anstrengend. Gut. Anstrengend? Dein Kommentar zu dem Wochenende? Ganz schön harte Arbeit, ne, oder? Ja. Muss auch so sein für die erste Million, ne? Ja. So machen jetzt alle die Augen zu und der Jürgen muss fahren. Das Glitzern seht. Nur es ist zu wenig, um reich zu werden davon. Wir hoffen, dass wir noch mehr finden. Das soll nur ein kleiner Beweis sein, dass wir nicht umsonst arbeiten. Zwei Wochen sind vorbei. Hier wird gerade geklärt. Wir brauchen einen Parkplatz für die ganzen Touristen, die immer nach hier kommen. Vielleicht verdienen wir da mal mit einer müde Mark. Oder mit dem Gold, was wir vielleicht mal finden. Der Jürgen ist fürs Lagerfeuer da. Damit wir nicht frieren, wir hatten letzte Nacht. Was hast du denn jetzt gemacht? Das Grünzeug da drauf. Willst du willst du ein Rauchzeichen geben oder was? Dafür eine Stichflamme heben. Aber mach mal, ich film dich dabei. Schnell, die Batterie ist aus. Männer. Alter, den Arm raus! Der Albert hat gerade vorne Gewicht reingetan, weil wenn wir das Dramm heute rausholen, unten der E-Kanne sehr ungünstig da hängen, dass er vorne der Beckel hoch geht. Dafür brauchen wir vorne ein bisschen mehr Gewicht. Aber der Albert hat alles im Griff mit seinem Bagger. Absolut, meint man ja, das geht um. Ist alles glitschig? Meine Fresse. Da muss man aufpassen. Jetzt hängt er da drin. Es ist also alles ein bisschen feucht. Es hat die letzten Tage hier mal geregnet. Da freuen die sich eigentlich drüber. Aber wir sehen jetzt auch die Nachteile. Ist gleich alles in Schlamm, verwandelt sich hier. Und jetzt drehen die Räder durch. Naja. Oh oh. Sieht gefährlich aus. Maria hat uns eine Suppe mitgebracht. Was ist das für eine Suppe? Leberklöße. Schmeckt das? Jürgen? Okay, danke. Machen wir hier mal aus. Filmen und essen kann man nicht zur gleichen Zeit. Wir haben etwa 15 bis 20 Strams rausgeholt, aber wir sind nicht die Einzigen, die hier arbeiten, haben wir gesehen, sondern da arbeitet auch jemand für seine Höhle, große Ameise. Wir sind also nicht alleine hier. Wir sind jetzt in einem Bereich der Höhle auf den Grund gekommen, wo immer gesagt wurde, da ist noch ein Stollen, aber da hat wohl die Fantasie denjenigen einen Streich gespielt. Das ist eine kleine Enttäuschung für uns. Aber wir haben noch einen, das ist der rechte Stollen, und da graben wir jetzt weiter. Und da wissen wir, ich war ja auch drin, dass der noch tiefer ist. Und wir vermuten und hoffen, dass denn da etwas zu finden ist. Reinhard kann man gar nicht mal sehen, der ist da unten. Ja.
aber wir geben nicht auf. Wir können? Hey, ja! Ja, hochlebe der Optimismus! Hier liegt, haben wir alles rausgeholt. Es sind Bestandteile. Nein, nicht die Bierflaschen. Aber wir haben hier mehrere Leitern rausgeholt. Eine haben wir noch unten. Dann haben wir zwei Blechdosen. Da sind wir ganz stolz drauf. Und heute haben wir noch eine Kerze gefunden. Denn hier noch ein Glas und wo ist er denn? Und diesen Meißel, hervorragend in der Qualität, geschichtlich sehr wertvoll, kann man demnächst im Museum sehen. Einschließlich, die Bierflasche ist aus der jetzigen Zeit. Ja, da sind wir ganz stolz drauf. Wir haben auch diesen Holzbalken hier gefunden, der hat auch eine Bewandtnis, denn der hat einen Vierkant hier unten, da wird wohl eine Kurbel dran gewesen sein und hier war ein Seil drauf, mit dem Nagel war das Seil festgemacht. Da haben die Jungs mit dem Eimer eben alles hochgeholt. Hier sind noch die Verjüngungen hier, da war also die Lagerfläche von dem. Ja, aber Gold haben wir noch nicht. Den Chinesen gefunden. Da seht ihr den ersten Chinesen. Ja, da sind Chinesen. Ne, das könnte aber ein Känguru sein. Ich glaube, ich werde mich mal erst. Die ersten Skelette sind also schon gefunden worden. Wir warten auf die Menschenskelette. Denn wenn unsere Theorie stimmt, dann gibt es also mehrere Mitarbeiter. Entweder ist da unten Gold, das versteckt, oder jemand hat seine Kollegen nach unten verschachert und ist mit dem Gold abgehauen. Und wir sind kurz davor, auf den Grund des Felsens zu kommen. Wer geht jetzt runter? Freiwillig hier vor. Hoch! Hoch! Halt meine nächste Mahlzeit. Salz und Pfeffer und sowas. Da brauchen wir nicht. Hauptsache ist schön durch. Wir haben 16 Uhr 54 und wir haben nur Dreck gefunden. Sollte es sein, dass wirklich nur Dreck da unten ist und kein Gold. Wir haben etwa 25 Grams, das heißt also 200 Liter Fässer rausgeholt. Jeder kann sich vorstellen, wie viel das ist. Und wir leben von dem Optimismus, dass da unten noch etwas zu finden ist. Ja, ich bin auch dabei. Ja. Da ist der Reinhard. Da hinten ist der Jürgen. Wir geben die Hoffnung nicht auf. Es muss doch was zu finden sein. Es kann doch nicht angehen, dass sie da unten mal Loch haben, das Ganze abgedeckt haben, um das zu verstecken. Und es ist nicht da. Mit Florenz? Schwerarbeiter? Ja, wir sind kaputt. Wir haben es da. Und zwei Flaschen Schnaps hat er ausgetrunken. Wow. Ja, ich weiß nicht, wer die Flaschen aussäuft. Wo sind die denn alle? Der Florenz hat die alle ausgetrunken. Souvenirs heißt nicht voll sein. Ja, oder ja? Jägermeister. Wer wollte die Flaschen haben? Wer wollte die Farben? Ich, hab ich wollte die haben. Jägermeister aus Deutschland. Wunderbar, jetzt wollen wir mal gucken.
Spur. Australischer Sonnenuntergang. Da hinten kann man den Regen sehen. Eine Minute ist die Sonne weg. Nochmal zum Regen schauen. Natürlich, natürlich. Hier ist die Sonne schon weg. Aber mit Regen. Okay, dann wollen wir mal aufhören. Ungefähr 2 Minuten später. Wir haben einen Tag weiter. Wir sind heute oder gestern sehr gut weitergekommen. Hier unten, da sollte normalerweise ein Stollen sein, aber das war wohl eine Wundvorstellung. Wir hatten das nur gehört von Leuten, die hier schon hier unten gewesen sind. Aber hier ist einfach keiner. Hier rüber sieht die Sache schon anders aus, wo jetzt die Leiter steht. Hier können wir runter gehen. Wir haben hier unten 5 Kadaver von Schafen gefunden. 2 Kaninchen und ein Känguru. Und es sieht so aus, dass das hier alles auch leer gewesen ist. Dass sie also hier in der Schicht das Gold gesucht haben. Wir suchen es noch immer. Oben die massiven Wand, der wollen wir in 2 Wochen an den Leib gehen, aber mit Dynamit, Plastiksprengstoff, dann jagen wir hier das in die Luft. Hier in der Nähe, da wohnt ein Sprengstoffmeister, der kommt dann runter, wir machen die Löcher fertig und dann jagen wir das hoch. Dann hoffen wir, dass wir was mehr sehen. Mit den Bildern oder noch gleich oben, werde ich mir so verabschieden. Das war das 3. Wochenende hier. Der hängt noch! Komm schnell zurück! Komm! Geh mal! Der muss nach links mit dem Arm. Du musst mit dem Arm denn nach links! Da hängt er fest. Ja. Da, jetzt geh! Lass mir nicht die Tram runterfallen. Häng mal immer! Zieh halt mal! Nein, nicht weiter! Komm noch mal nachher! Komm mal her! Aber schnell! Das filmt? Das ist die schwierige Ecke da. Ja. Also. Geh! Ja, der Schlitten, die eine Ecke, die ist ein bisschen, die Rundung, die passt nicht so gut jetzt, ne? Ja, das hast du doch verstanden. Ja, sag doch, eine Kalkschicht ist da. Der Jürgen räumt unsere Küche auf. Dram hat auch die Schnauze voll und fällt raus. Wir sind alle K.O. Nach 3 harten Wochenenden. Gestern waren wir schon um 7:30 im Bett. Man hat kaum noch Kraft. Mit den Bildern möchte ich mich von euch verabschieden und wir werden in 2 Wochen wieder hier sein.
Tschüss.